Was man in Massive gegenüber dem Soundschool Analog auch noch hervorheben sollte, ist die Tatsache, dass man hier eine sehr große Modulationsfreiheit hat. Also bei dem Soundschool Analog hatten wir beispielsweise eine Amplifier-Hüllkurve, die nur den Amplifier steuert. Und hier haben wir jetzt diese 8 Modulationsquellen und jeder Modulationsquelle können wir fast, also nicht unendlich viel, aber sehr, sehr viele Modulationsziele zuweisen. Denn man muss einfach nur auf dieses Symbol hier klicken und das irgendwo reinziehen, wo man Lust zu hat. Und wenn man sich mal die Anzahl jeder freien Felder anguckt, dann ist einem sofort klar, dass man hier sehr, sehr viele Modulationsmöglichkeiten hat. Und also man könnte jetzt zum Beispiel dem LFO hier sagen, dass er hier die Wavetable Position modulieren soll. Gleichzeitig soll der LFO 6 aber auch noch hier als Crossfader fungieren. Also Moment, ich spiele das erstmal an. So, und LFO 6 soll jetzt hier noch zwischen diesen Wellenformen hier switchen. Und so weiter und so fort. Also, das ist in ein paar Sekunden erklärt, aber man muss mal erstmal ein paar Nächte drüber pennen, dass man sich verinnerlicht, was man jetzt eigentlich alles machen kann. Also, das geht schnell über die Vorstellbarkeit hinaus. Und damit noch nicht genug. Man hat hier jetzt auch noch die Macro Control Area. Das ist auch noch eine sehr feine Sache, denn die dient eigentlich nur dem Zweck, dass man mit einem Controller oder mit einem Regler mehrere Parameter gleichzeitig steuern kann. Also hier wieder dasselbe Verfahren. Man klickt auf dieses Symbol, zieht es hin, wo man Lust hat. Zum Beispiel hier soll es jetzt mal die Tonhöhe um eine Oktave erhöhen. Gleichzeitig soll es jetzt noch die Cut-Off-Frequenz ein bisschen nach oben ziehen. Und dann soll es meinetwegen noch ja, die Wavetable Position verändern. Und das ist generell sehr interessant, wenn man sowas live spielen möchte. Oder wenn man jetzt hier ein paar Akkorde einspielt und auf Aufnehmen drückt und dann mit den Makrocontrollern hier ein bisschen rumspielt und dann dem statischen Klang ein bisschen Leben verleiht. Und so weiter und so fort.